Nun geht's weiter mit dem 29. Teil. Ich bin jetzt hier weiterhin am Suchen nach einem NPC-Dorf oder auch Akazienbäume, könnte ich jetzt auch sagen. Da ich jetzt auch Dschungelbäume drin habe. Sind jetzt nach vorne packt. Also den 29. Teil, dann will ich diesen noch weiter die Welt erkunden. Und sonst ein Teil danach, im 30. ist dann wieder Home Sweet Home angesagt. Schweine brauchen ja nicht töten. Links ist Dschungel, rechts ist Birkenwald. Links und bloß der Dschungel, rechts davon ist er ja Birkenwald. Jetzt bin ich wieder im Dschungel. Geht ja noch weiter. Da ist der Fluss hier sozusagen die Biomgrenze. Rechts der Birkenwald. Jetzt bin ich hier im Birkenwald. Ich warte nämlich endlich hier nochmal, um ein NPC-Dorf zu finden. Versuchen nämlich schon seit so ein paar Parts schon danach. Habe in der näheren Umgebung nichts gefunden. Deswegen mache ich jetzt hier ein paar Erkundungsparts. Um vielleicht an einen NPC-Dorf zu finden. Sonst müsste ich eigentlich mal was Kreativmodus über die Welt fliegen. Ich habe ja ein Kopie, was ich in der Kopie machen. Und dann mir die Koordinaten aufschreiben. Wenn ich nach 100 Parts immer noch kein NPC-Dorf gefunden habe. Also nach Teil 100 mache ich das erst. Und außerdem mache ich das ja nicht mit der Let's Play-Welt, sondern in der Let's Play-Welt-Kopie. Mein Essen geht jetzt schon wieder zur Neige. Dann muss ich sowieso bald nach Hause. Und jetzt habe ich ja noch 4 Steaks. Die heilen ja ein bisschen mehr als. Jetzt kann ich halt nicht essen, weil mein Hunger voll ist. So, ich kann gleich runter. Puh, das war schmerzhaft. Trotz Schuhe, weil die ja kein Federfall, aber ich habe ja noch keine Verzauberung. Ich brauche ja dann noch wieder noch Diamanten. Deswegen kann ich mir ja noch keinen Zaubertisch herstellen. Probieren habe ich auch noch keinen. Aber in Dörfern findet man beide Materialien. Deswegen ist das auch ein Grund dafür, warum ich nach Dörfern gehen soll. Das ist eine Höhle. Auf diesen Frontal. Da ist ein Dorf, endlich. Da ist endlich ein Dorf. Da gehe ich hin. Sogar eine Schmiede ist da drin. Dann werde ich mir gleich erstmal die Koordinaten merken, weil ich dann sonst gleich eine Schienenstrecke da hinten legen würde. Was eigentlich sehr lange dauern würde, weil das relativ weit weg ist. Jetzt habe ich mir endlich mal ein Dorf gefunden. Was will der denn? 15 Strings zu einem Smaragd, aber habe ich ja leider nicht. Aber ein paar Seeds, da hier habe ich 2 Seeds. Kann ich mal einen hinsetzen. Wieder neu einpflanzen. Das machen doch Bewohner jetzt, glaube ich, auch selber. Aber jetzt habe ich das auch gemacht. Jetzt auch noch. Das auch noch ein bisschen mehr. Kann ich ja auch noch wieder neu einpflanzen. Doch Bewohner machen da nichts mit. Jetzt bin ich bei der Schmiede und guck mal, was hier drin ist. Hier sind 2 Öfen. Oh, hier ist die Truhe. Was ist hier drin? Eisenbarren sind 3 Stück hier drin. 3 Äpfel.
Ein Eisenbeinschutz und drei Diamanten. Endlich, die ersten Diamanten sind da. Die Truhe lasse ich ja drin, die sind nicht so wertvoll. Also hier endlich mal den ersten Dorf gefunden. 90 sind übrig geblieben. Die Koordinaten sind 2163 X-Achse und 2402 Z-Achse. Y-Höhe ist 68. Dann kann ich jetzt hier auch noch weiter. Eigentlich gar nicht mal so klein, das Dorf. Da hat ja richtig Glück hier. Gehe ich jetzt noch ein bisschen in die Richtung weiter. Vielleicht ist hier noch ein zweites Dorf. Ja, hier geht's noch weiter. Ich wollte diesen Part wollte ich ja auch noch damit verbringen. Mit Dorfsuche. Ich habe zwar jetzt eins gefunden, da waren auch sogar drei Diamanten drinne. In der Truhe, das war ganz gut. Weil dann kann ich nämlich Obsidian abbauen. Hier ist die Ebene, geht noch deutlich, die Ebene geht hier noch deutlich weiter. Aber hier ist kein zweites NPC-Dorf drin. Der erste war ja da hinten, ja. Lava. Eisen ist da unten, aber das Eisen da unten schnappe ich mir nicht. Das ist jetzt. Von der Tageszeit würde ich das ja noch schaffen, aber. Die drei Äpfel, die waren ja auch noch. Die waren da ebenfalls in der Truhe drin, ne? Die habe ich jetzt gegessen. Goldene Äpfel haben sie, aber dann hat man kurzzeitig 12 Leben. Ich laufe hier ein bisschen rum. Jetzt gehe ich schon ein bisschen in die Richtung, also ein bisschen im Umkreis herumlaufen. So, dass der Zeiger immer nach links steht vom Kompass. Und da geht es nach Spinne. Da ist eine Spinne drin in der Höhle. Ah, da kann ich mich gleich mal auch schlagen, diese Spinne. Wo ist die jetzt hin? Knack. So, hier eine Fackel. Und hier ist noch ein bisschen Eisen und gut. Eisen kann man immer gebrauchen. Oh, relativ großes Eisenvorkommen. 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. Ja, nee. 14. Und weiter. 14 Blöcke Eisen vorkommen. Das habe ich noch nie gehabt. Man verschwindet schon dahinter. Es wird gleich dunkel, also muss ich wieder ein Bett aufschlagen. Der Kompass, der würde mich jetzt hier nach links führen. Ein Spawn. Hier schon wieder eine große Ebene. Da ist das zweite NPC-Dorf. Wie wir sonst vielleicht den Seed der Welt mal sagen. Falls ihr auch in der gleichen Welt wie ich bin, wird hier Seed. So, das ist das Seed der Welt. Wenn ihr in der gleichen Welt spielen wollt wie in meiner Welt. Hier ist ein zweites Dorf. Und hier ist keine Schmiede. Bett rein. Na, ist noch nicht Nacht. Und hier kann ich nochmal einmal schlafen. Lass mich jetzt gar noch nicht schlafen hier. Die Koordinaten hier sind 2665 und 2260. Da ist das Startbett zieht. Einfach ein bisschen nach, wenn ihr gleich auch in der Welt spielen wollt. Das ist ein Sumpf, aber das geht noch, geht natürlich auch in die Richtung weiter. Das ebene Biom. Snowy Fall. Das
Freude, dass wir nicht mehr einblenden. Geht anscheinend ordentlich in die Richtung weiter. Vielleicht hier doch ein zweites NPC doch finden. Da hinten war ja das erste. Ah, jetzt gehe ich hier in die Richtung. Vielleicht finde ich hier noch ein zweites Dorf. In der Ebene. Na, hier ist kein zweites Dorf. Mein Hunger geht schon wieder weg, also. Wo sind denn meine Steaks? Da. Nein, ich will ja kein. Ich glaube, jetzt ist mein Hunger auf 13 Punkte erhöht. Ich bin jetzt übersatt. Hier ist wieder ein Dschungel, hier sind Schweine. Hier sind Melonen. Da ist ein kleines Loch. Hier ist ein Sumpfgebiet, was unter Wasser steht zum größten Teil. Also jetzt zwei Dörfer gefunden. Vielleicht kommt noch ein weiteres Dorf irgendwann mal. Vielleicht auf meinen Heimweg ein drittes Dorf. Wenn ich mein, nicht weit weg bin, würde dann noch. Dann versuchen wir mal die ganze Ebene. Sumpfiges Gebiet, da oben ist es eigentlich ein bisschen heller. Jetzt mal schön in die Richtung laufe ich im rechten Winkel zu meinem Spawn im Moment. Weil da kommt die Kompassnadel zeigt nach links. Schafe. Das ist eine Lava. Ein Lavasee an der Oberfläche in einem Sumpfgebiet. Kürbis. Das ist ein Kürbis. Das sind Kürbisse. Ja, habe ich jetzt an dem Part eine ganz sinnvolle Entdeckung gemacht. Ersten Diamanten, Melone habe ich auch. Und Kürbis habe ich jetzt auch. Kürbisse kann man ja genauso wie Melonen farmen. Wir haben ja meine gemein. Habe ich noch eine weitere Schaufel? Ja, wie noch. Weil hier mich auch schon fast wieder zur Neige geht. Kommt wieder so ein Roof Forest. Da ist wieder ein Birchwood Forest. Also ein Birkenwald. Und das ist hier ein Walddach. Steht hier aus zwei Holzarten, und zwar aus Schwarzeichenholz. Da links normales Eichen, das ist Schwarzeichen. Da ist auch die Gefahr höher, dass der Monster spawnen auf Tagsüber. Weil dann nicht der Mittag unter Wien sinken kann. Seht ihr, das ist wieder Mittag. Da links war Samen rum. Riesen wenig Sand, aber Wüsten habe ich überhaupt noch keine gefunden. Wüsten könnte ich eigentlich auch gerne gebrauchen. Bei weitere Kürbisse. Aber bei den Wüsten könnte ich den Sand abtragen. Weil hier scheint eine zu sein. Hier schon Sand ist. Ja, hier ist eine Wüste. Endlich mal auch eine Wüste. Ich kann ein bisschen Kakteen mit ein bisschen Sand abtragen. Kann man ein bisschen Sand hier ab. Bis die Schaufel alle ist. Vielleicht ist ja auch ein Wüstentempel. Gibt's ja auch.
Eigentlich ist es natürlich nicht meine Hauptsandquelle. Was ist da hinten denn? Eine Savanne. Da ist Akazienholz. Ich will nämlich die letzte Holzart holen. Hinten die Savanne. Geht da hinten auch schon lang. Ich will ja eigentlich die Wüste vielleicht noch nach Wüstentempeln abgehen. Auf jeden Fall der 29. Pfad ist auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall schon ganz gut. Gute Entdeckungen. Da habe ich mein letztes Dschungel und Akazienholz. Das hier ist Eiche. Das ist ein Eichenholz. Eichenholz gegen Akazienholz. Oh mein. Ja, Steak essen. Oh, Inventar ist voll. Was schmeiße ich denn weg? Ei, weg damit. Dann kann ich die Setzlinge auch nicht aufnehmen. Also, ich warte vielleicht mal, ob das noch bei mir den Hunger abbaut. Noch eine Akazienholz. Baut sich jetzt bestimmt noch ein Hungerpunkt ab hier. Nur zum Essen halber. Kommt da nicht oben drauf? Ah, das ist Holz. Sind auch schon die ersten Akazien-Setzlinge zu fallen. Fallen zu lassen. Da sind Schafe. Mal hier ein bisschen arbeiten, dass hier ein bisschen weggeht. Wenn ich auch ein halber Hungerpunkt weggeht und den Steak aufessen kann, damit ich wieder was aufnehmen kann. Muss mal warten, bis hier rumspringen und so weiter und nicht den halben Hungerpunkt mehr weggeht. Damit ich nämlich den Steak noch sinnvoll essen kann. Das geht nicht so schnell, wie ich denke. Wie ich dachte. Einen halben Hungerspunkt hier aufzubrauchen. Geh doch mal endlich weg, hier ist ein halber Hungerpunkt. Jetzt ist er weggegangen. Dann nehme ich erstmal wieder zurück. Geh aber sehr schnell weg hier. Muss ja noch liegen, das ist der Akazien. Oder vier Stück davon. Drei habe ich jetzt. So, über das Schwarzei. Ah, aber das Schwarzei war nicht so vielfach. Da brauche ich ja gar nicht vier Stück davon. Sonst habe ich noch als restliche Nahrung hier Melonen. Das ist nämlich sowieso erstmal aufgegangen. Weizen habe ich immerhin 19 Stück, da kann ich mir ja noch ein paar Brote herstellen. Dann crafte ich mir noch ein paar Brote. Nein, nicht den Wassereimer, sondern ein paar Brote. Na, kann ich jetzt gar nicht essen. Na, Crafting Table lasse ich lieber da. Ist ja nicht so wertvoll. Ich will, dass ein Diamantblock wäre, den hätte ich wieder mitgenommen. Es wird wieder Nacht. Hier geht die Wüste noch weiter. Jetzt gehen wir so langsam, nein, hier noch nicht. Ich gehe jetzt langsam wieder Richtung Heimreise. Ein paar Rohr kann ich noch was aufnehmen.
das Deck volle. Weil es ja auch exotischer Holzarten bei mir. Monster in der Nähe. Hier sind Monster in der Nähe, wenn ich da nicht schlafen. Hier sind aber keine Monster in der Nähe. Ja, ich hatte zum Glück durch die Dörfer ja noch ein bisschen Weizen bekommen. Aber jetzt gehe ich mich langsam wieder auf den Rückweg. Durch die Savanne hier. Was soll's denn die Zwischenstufe zwischen Dschungel und... zwischen Dschungel und... Wüste ist. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe, ich habe aber keine gehört. War bestimmt irgendwo unterirdisch eine Höhle. Mal hier tauschen. Ich weiß, wo ich hin muss. Da geht eine weitere Wüste lang. Also hier ist richtig Savanne und Wüste. Will ich hier vielleicht später mal herziehen und da oder später mal für kurze Zeit dann hier umziehen, um hier mehr Akazienholz und Koordinaten 2400 und 1200. Und hier ist jetzt nächste Wüste und ich habe gehört, ich sind schon wieder 21, 22 Minuten schon Aufnahme, deswegen werde ich erstmal den Part beenden, liken, abonnieren.